Hallo, heute sprechen wir über die Staccatos oder Staccati, wie man richtig sagt. Und zwar in den ersten Büchern von dieser Methode von Emma Maleras, die ich alle ins Deutsche übersetzt habe, oder in der ganzen Grundstufe lernen wir den Übungsstaccato, damit der Finger zwar kräftig schlägt, aber sich schnell bewegt. Dabei liegt die Kastagnette richtig in der Hand drin, also bei jedem Schlag muss sie die Hand berühren. Wenn wir jetzt aber einen anderen Klang erzeugen möchten, was wir ab der Mittelstufe machen, dann lernen wir die Konzertstaccati, die es bei anderen Instrumenten auch gibt. Jetzt ist die Kastagnette in der Luft. Das erreiche ich auf drei verschiedenen Formen. Man muss für sich selbst rauskriegen, welche einem am besten passt. Zum Beispiel, indem man die Daumen ein bisschen mehr streckt, ja, dann berührt die Kastagnette nicht mehr die Hand. Oder indem man die Hände ganz leicht kippt. Nicht zu viel, weil das sieht dann sehr lustig aus, nur ein bisschen kippen. Ich persönlich schiebe den Daumenballen ein bisschen nach vorne. Ja? Ein Übungsstaccato und Konzertstaccato abwechselnd. Natürlich ist der Übungsstaccato auch lauter, aber es geht mir darum, dass ich einen anderen Klang erzeuge. Ich kann diesen Konzertstaccato am Ende einer Carretilla machen. Das ist eine gute Koordinationsübung, weil der Zeigefinger der Carretilla soll hier drauf bleiben und nicht öffnen, nur weil die linke Hand öffnet. Manchmal muss man ein bisschen suchen, bis man den richtigen Klang erwischt hat. Überhaupt muss man diese Konzertstaccati ziemlich viel üben. Ja, einige können das sofort, aber die meisten müssen den Klang suchen, dass er nicht so grell klingt und nicht zu leise. Dann spiele ich jetzt mal zwei Carretillas mit einer Betonung am Ende und zwei mit einem Staccato am Ende. Versucht ein bisschen herum, experimentiert, was für euch am besten ist, ob den Daumen strecken, Ballen vor oder Hände ein bisschen kippen und einen schönen Staccato-Klang finden.